Joachim Eilers hat dem Bund Deutscher Radfahrer die Goldmedaille beim Bahnrad-Weltcup in Berlin beschert. Der 28 Jahre alte Chemnitzer konnte sich im 1000-Meter-Zeitfahren in einer Zeit von 1 Uhr 645 Minuten gegen den Franzosen Quentin Lafargue 1 Uhr 660 durchsetzen. Bronze ging an den Niederländer Theo Bos 1 Uhr 868. Mein letzter Weltcupsieg war 2015 in Neuseeland. Daher ist es natürlich besonders schön, hier vor heimischem Publikum gewinnen zu können, sagte der zweifache Weltmeister Eilers im Anschluss an seinen 10. Weltcupsieg. Kluge, Reinhard holen Bronze im Zweiermannschaftszeitfahren der Männer fuhren zuvor vor rund 2000 Zuschauern die beiden Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhard mit 24 Punkten auf Platz 3. Bei ihrem Heimweltcup mussten sich die beiden Berliner mit 24 Punkten den Dänen Lasse Norman Hansen und Kasper Folsacht 44 sowie den Briten Mark Stewart und Oliver Wood 30 geschlagen geben. Die Dänen haben die ersten beiden Weltcups schon dominiert und haben dies hier auch getan. Wir haben wieder einen Podiumsplatz und sammeln weiter fleißig Punkte. Wir sind zufrieden, bilanzierte Kluge im Hauptstadtvelodrom. Punkt. Vor den Entscheidungen wurde bei einer emotionalen Ehrung die seit ihrem schweren Trainingsunfall querschnittgelähmte Christina Vogel als Radsportlerin des Jahres ausgezeichnet.